Hey Leute, wie ihr seht, machen wir heute etwas ganz Besonderes in Brawl Stars und heute machen wir endlich mal wieder ein riesiges Showdown-Turnier mit insgesamt 100 Spielern. Das Ganze läuft folgendermaßen, und zwar haben wir insgesamt 10 Lobbys, je eine Person wird sich fürs Finale qualifizieren und die besten 10 Spieler treten dann eben nochmal gegeneinander an und am Ende haben wir einen Gewinner, der 100 Euro Preisgeld gewinnt, was ich eben sponsern werde. Ich würde sagen, wir legen los, aber dabei haben wir noch die besondere Regel, dass alle denselben Brawler spielen werden, also richtig geil zum Zuschauen, mega witzig. Ich hoffe, das Ganze kommt gut bei euch an. Und ich würde sagen, wir legen los mit einer relativ langen Folge werden. Also nehmt euch gerne Zeit und tippt gerne, was eure Favoriten sind, auch während dem Turnier. Ich werde auch mit tippen und kommentieren. Also auf geht's. Euch viel Spaß. Und let's go. Am 5. März um 18 Uhr bringe ich endlich wieder meinen eigenen Merch raus. In dem Paket findet ihr ein Hoodie oder ein T-Shirt, dazu einen Turnbeutel, eine handsignierte Autogrammkarte und ein Zuschauer gewinnt ein Ticket für ein großes Event, was ich bald ankündigen werde. Schaut dazu gerne auf jojonas.shop vorbei. Wir sind drin in der ersten Runde, alle haben Fang. Wir werden übrigens auch mitspielen, aber am Ende dürfen wir nicht vergessen, nur Platz 1 wird hier den Sieg davontragen. Wieso haben wir ein Schild? Was ist das? Ist das eine Star-Power, die ich verpasst habe? Keine Ahnung. Die Map ist übrigens von mir selber gebaut, die allererste. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und die ersten Fangs gehen hier in die Mitte. Und wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Wir werden es natürlich hoffentlich... LOL! Was? Das Geile bei Fang ist, er kann auch seine Schuhe wegtreten. Das heißt, ihr seht das hier, ne? Das heißt, er kann natürlich auch... Oh mein Gott. Ah, das ist diese Star-Power. Ne, das ist keine... Doch, das ist die Star-Power. Oh mein Gott, damit haben wir ein Schild. Ein extra Schild nochmal. LOL, er bringt sich um. Was? Er hat Shelly genommen. F. Tut mir leid, Moment, das war dann echt unlucky. Aber gut, dass er sich wenigstens umgebracht hat, weil er hat eh keine Chance. Also er hätte eh nicht mitmachen dürfen dann. Ey, wir sind schon Top 6, das ist eigentlich übel nice. Okay, wir versuchen hier mal so ein bisschen drauf zu bleiben, weil eigentlich können wir uns ganz gut einmischen sogar. Ey, es sind nur noch 6 Brawler am Leben. Wenn wir gewinnen sollten, dann kommt Platz 2 weiter, ne? Das ist gar keine Frage. Ansonsten wäre es ja mega los. Nein, wir haben Lags. Ey, komm, es ist so ein wichtiges Showdown-Turnier, wir verkacken jetzt hier einfach. Mann. Okay, alles gut. Amir, oh, lass mich in Ruhe, Amir. Okay, alles gut. Wir holen ihn. Oh, nein, ich brauche den Cube, ich will den Cube. Popcorn, 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 Popcorn. Oh, nein, wir sind am Popcorn gestorben. Egal, jetzt zuschauen, wer gewinnt. Oh, Top 3, wer ist noch am Start? Der gönnt jetzt die ganzen Cubes da oben. Das waren meine Cubes. Er hat Angst auch, dass die meisten... Oh nein, es laggt, es laggt, es laggt. Die meisten Cubes. 8 Cubes hat er, wer gewinnt. Nur der Gewinner kommt weiter, nicht vergessen. Also Platz 2 zählt gar nichts. Ist halt ziemlich hart, aber ist auch spannend. Oh, wieder Popcorn, am Popcorn gestorben. Wir müssen nicht an die Verbindung switchen danach. Eigentlich müsste dieser Krug gewinnen. Kabei Sami wird schwere Chancen haben. Man muss auch sagen, Krug hat auch echt ein bisschen Luck gehabt, weil er meine Cubes bekommen hat, die da halt lagen. Junge, wie laggt es bitte gerade. Oh, Krugs. Ah, der ist Krugs, nicht Krug. Der geht rein. Und es war's, er gewinnt die erste Runde. GG, der erste Finalist. Wir sind drin, alle spielen Cold. Ist so ein Skill-Duell. Oh, ich habe halt keinen Skill mit dem Brawler, ne? Das ist so das Problem. Weg, weg von dem schon mal, okay. Der King Kakashi zum Beispiel hier, der hat Angst. Der hat Angst, ja, ja, okay. Wir gehen mal nach oben. Also wir sollten am besten versuchen, eine gute Position rauszuholen. Und wir müssen natürlich vor allem gut aimen. Ich kann halt nicht so gut aimen, leider, ne? Oh, der schießt auf mich. Die schießen alle auf mich, nein! Ich schieße mal drauf. Egal, ich bin direkt tot, oh Gott. Okay. Ach, Bruder noch am Leben. Wir schauen mal kurz zu. Oh, da geht's gerade richtig zur Sache. Die schießen alle im Dreieck und da oben gewinnt einfach. Und der heißt OP Cold. Oh mein Gott, wie geil. Dann schauen wir jetzt mal OP Cold zu da unten, weil der war schon, haben wir gerade eben schon gesehen. Der hat 7 Cubes, dann machen wir lieber mal oben. Da automatisch, da geht's nämlich mehr zur Sache. Die ganzen Colds. Cold ist wie gesagt ein krasser Skill-Brawler. Die Zuschauer haben sich gerade ausgesucht. Und ist eine völlig offene. Also wer jetzt hier gewinnt, hat sich glaube ich auch echt verdient. Mal schauen. Oder oben geht's noch zur Sache. Also die besten Chancen hat OP Cold. Auf den würde ich jetzt tippen, würde ich sagen. Wir können gerne jede Runde so machen, dass wir so einen Favoriten tippen. Für wen es am besten halt aussieht. Also ich tippe ganz klar auf OP Cold. Ich meine Ghost James, wenn der jetzt hier gewinnt. Aber der verkackt sogar mit... Nee, er verkackt nicht ganz. Ich bin lost. OP Cold ist tot fast. Wir konnten, oh mein Gott, OP Cold, OP Cold. Nein, ich hätte gerade auf ihn getippt. Du musst es überleben. Nein, er wird eingekesselt. Jawohl, er ist OP. Er ist der OP Cold. Er schafft das schon. Sehr gut. Also wenn im Finale Cold gespielt wird, ist einer der Favoriten, glaube ich. Ghost Janus mit 6 Cubes, oh. Und Kakashi's Schild einfach im Busch, wird gar nicht angegriffen, oh mein Gott. Jetzt aber, oh mein Gott, nein, OP Cold, nein! Oh, Kakashi, nee, oder? Das wird knapp. Oh mein Gott, es war so ein geiles Finish. Ghost Janus gewinnt und ist im Finale, Glückwunsch. Wir gehen rein in die dritte von 9 Runden. Wer kann sich qualifizieren? Wir haben eine relativ enge Map gewählt und haben alle Nita. Ich bin ziemlich lost mit Nita, muss ich wirklich sagen, aber wir werden es sehen. Nicht Team, Leute. Team ist natürlich verboten. Das ist ein Solo-Turnier, ne? Das ist, glaube ich, selbsterklärend.
Da unten sind zwei Kisten, ich fass es nicht. Wie geil. Und keiner greift uns an. Leute, wir holen uns einfach jetzt hier den Win. Das ist halt jetzt wirklich eine richtig gute Ausgabe. Oh ne, ein Bären. Egal, als ob man mich jetzt wirklich angreift, so unnötig. Oh mein Gott. Yo, wahrscheinlich wird der... Wieso hat er den Bären so auf mich geworfen? Oh mein Gott, wir hatten so eine gute Ausgangslage. Kasimir, stopp mal. Stopp. Also Kasimir, glaube ich, das... Also müssen, wenn der gewinnen sollte, müssen wir uns mal anschauen. Der hat gerade, glaube ich, geteamt. Er hat sich gespinnt und noch einen Pin gebracht. Wir müssen uns gleich mal anschauen, der Wiederholung, falls er gewinnen sollte. Ist ja doch schon unglücklich. Ja, das war aber so... Er hat sich so krass gedreht gerade. Wir schauen uns teilweise auch die Wiederholungen an. Lass uns gerne mit dem Chat schreiben, wenn irgendwer geteamt hat, wenn es euch aufgefallen ist. So ein bisschen im Blick zu behalten. Der spinnt sich doch. Was macht der denn da? Doch geteamt, oder? Ist gerade auch gesehen, Chat, da bin ich jetzt lost. Egal. Also, am besten sieht es aus für... Ja, schwer. Ich sage, Kira gewinnt. Der hat auch schon einen Bären. Wir schauen mal. Der hat auch schon einen Bären ready. Damit bleiben nur noch 4 Nitas übrig. Und hier, oh je, oh je, okay. Hippo. Übel heftig. Ja, Gipo wird gewinnen, glaube ich. Übel gut. Oh nein, Snake lost. Er darf jetzt nicht so reingehen. Er muss aufpassen. Er muss doch gewinnen. Er muss gewinnen. Oh mein Gott, er ist noch im Rennen. Er ist noch im Rennen. Der braucht den Bären. Er hat den Bären. Oh mein Gott, das ist so spannend. Aber der Bär von Gipo ist natürlich stärker. Und es soll es damit auch gewesen sein. Es war so knapp. Nur ein Schuss. Aber wir haben den nächsten Finalisten. Und zwar Gipo. Auf geht's, Leute. Wir sind drin. Alle spielen Mortis. Wenn jemand doppelt drin ist, wird er sowieso nicht weiterkommen, ne? Ganz klare Sache. Das sind überall die ganzen Kisten halt, ne? Nein. Nein! Ich bin raus! Egal, ich bin ja Rede ohne so hart. Er kriegt auch die ganzen Cubes. Okay, alle Mortis. Bali Dali holt schon mal den Kill. Er hat 5 Cubes. Wer ist noch im Rennen? Oh, da geht's richtig zur Sache. Oh, Sandy sehr riskant hier unterwegs. Und Kimmo verfolgt den jetzt aber. Oh. Das wird es hart werden. Sandy, oh, was? Hops genommen. Alter. Also er kann gut dodgen, ne? Mortis ist ja so ein Brawler, mit dem man gut ausweichen kann. Das ist halt das Krasse. Oh, da oben war ein Kill. Wir haben ihn verpasst. Da unten oder da oben? Noch ein, wo ist denn der letzte? Ach, da oben war ein Kill. Vali hat 8 Cubes. Also ich tippe auf Vali. Ich meine, die meisten... Nee, komm, ich tippe auf jemand anderen. Ich tippe eiskalt auf Sandy, weil er so gut gedodged ist gerade. Ich weiß, Sandy wird schlechte Chancen haben zu gewinnen, aber ich tippe einfach auf ihn. Ja, okay, er wird schon arg gestalkt jetzt von dem anderen. Ja, wird schwer werden gegen Kimmo jetzt. Hä, teamen die beiden? Nee, okay, ich dachte schon. Oder war das Teaming gerade? Ich bin mir unsicher. Wir müssen am Ende uns mal abchecken, wenn es irgendwie unklar ist. Aber sieht es. Ich weiß. Irgendwie. Die greifen sich gar nicht richtig. Jetzt greifen sie sich an, okay. Oh mein Gott. Auf beiden Seiten geht's zur Sache. Und Vali kann auch seine Ult jetzt gut aufladen. Wir folgen jetzt mal automatisch, würde ich sagen. Wer gewinnt das Mortis-Battle? Wer kommt ins Finale? Wer ist der beste Mortis hier? Oh, Vali geht rein. Er hat die Ult. Weil Kimmo ist auch noch im Start. Es geht Kimmo rein und Vali. Oh, es gehen alle rein und Maxi geht auch rein. Sandy ist tot. Sandy ist leider tot. Schade. Die beiden Besten sind mit den meisten Cubes übrig. Vali gegen Kimmo. Wer gewinnt? 10 gegen 7 Cubes. Beide mit dem Zylinder-Mortis. Oh, jetzt geht's los. Eigentlich hat, ja, Vali. Vali gewinnt. Glückwunsch an Vali, du hast das Mortis-Battle gewonnen. Und bist im Finale. Auf geht's. Alle haben Edgar. Wir haben als Map Verschanzungsfun. Das ist eine Map, wo auch relativ viele Kisten sind. Und natürlich Wände sind vor allem. Das heißt, dass man auch sehr viel springen kann, dachte ich mir. Ist bestimmt ganz cool. Ist nicht ernsthaft jetzt passiert, oder? Digga, wieso sterbe ich immer direkt? Oh Mann, egal. Gut, dass wir nicht Teil des Turniers sind. Hoffentlich werden wir auch eine Runde mal gewinnen. Ach, Digga, ich bin ja so bad. Egal, so. Saster Legend hier mit 3 Qs. Machen wir mal automatisch. Oh, Shinichi ist auch hier im Start, mein Mod. Einiges. Wo ist... Oh, das ist ein Fight. Da. Oh mein Gott, genau richtig gekommen. Oh, der Jump. Und beide überleben. Oder? Geht auch einer rein? Oh doch, die gehen rein. Ist auch ein bisschen lost von Brian. Okay. Oh, Sass ist da. Und beide jumpen einfach aus Panik. Einfach weg. Keiner will offensiv gehen. Da unten geht's aber zur Sache. Oh, Hot Crow, aber die Jumps retten halt. Und Shinichi ist gut im Rennen. Also Shinichi, ne, wisst ihr? Der hat mich auch schon gecarried auf Rang 25 häufiger. Der ist ein guter Spieler, der kann das auf jeden Fall schaffen. Boah, es wird halt echt, es wird auch sehr viel Campen hinauslaufen mit... Oh, da oben, was geht ab? Oh, und Shinichi schafft es halt zu überleben. Nein, Shinichi hat die falsche Star Power ausgewählt, sehe ich gerade. Er hat gar nicht mehr falsche Gear ausgewählt.
Er macht gar keinen extra Schaden. Oh, Shinichi läuft hier rein und jetzt kommen alle drauf gesprungen und. Oh, Shinichi! Das geht ab und jetzt kommt der nächste gesprungen und. Oh, der nächste Jump und Shinichi ist down. Er ist da voll reingeraten. Oh mein Gott. Also, wenn ich tippen würde, tippe ich jetzt auf. Den da. Sass the Legend. Ja, oh mein Gott. Das kann. Oh, er muss aufpassen. Er ist tot. Er ist tot. Perfekter Tipp. Dann tippe ich jetzt auf Hotcrow. Den kenne ich auf dem Turnier noch. Es hätte immer noch drei Edgars übrig. Steht sau schnell. Okay, wer gewinnt? Also, wenn ich tippen würde, würde ich sagen, wie gesagt, Hotcrow. Der Poison kommt, ne? Keiner will jetzt halt offensiv gehen, aber Ende wird irgendwer gewinnen. Ey, das ist so crazy, ne? Wie eng das ist. Die Runden gehen auch immer bis zur letzten Sekunde, weil die immer alle Angst haben anzugreifen. Okay, wer gewinnt? Nur einer wird sich qualifizieren fürs Finale von den drei. Oh, Hotcrow. Es wird so eng. Es wird so eng. Oh mein Gott. Alter, es ist so knapp. Es ist so knapp. Oh, Hotcrow, oh mein Gott. Und, wer gewinnt? Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Ich glaube, Hotcrow hat gewonnen, scheinbar. Wir schauen mal ganz kurz rein. Es war so knapp. Es war so knapp. Nein, DJK hat gewonnen. Wird zumindest so angezeigt. Glückwunsch. So, wir sind in Runde 6 von 9. Jetzt haben wir meinen Lieblingsbrawler. Leute, ich habe bisher alles verkackt. Diese Runde wird geschwitzt. Wir werden das schaffen. Natürlich, unsere Chancen auch zu überleben sind irgendwie gefühlt auch ein bisschen schlechter, weil wir auch YouTuber sind und wir mehr gefokust werden, vom Gefühl. Aber trotzdem, das ist halt einfach bad bisher. Da war ein Edgar WTF. Leute. Egal. Er hätte sich eh nicht qualifiziert, wenn er es gewonnen hätte. Einfach ein Edgar, Junge. Digga. Ach, Digga, jetzt kommt der andere dazu und hilft. Ist doch unfair. Oh mein Gott. Ja, komm, der andere. Ich bin halt eingekesselt worden. Ich bin Platz 6 geworden trotzdem. Besser als bisher. So, wir schauen gerade Theo zu. Wir können gleich eine Abstimmung machen vor dem Finale, ob wir K.O. machen sollen oder wie wir es genau machen sollen, okay? Machen wir vom Finale nochmal eine Abstimmung, ob wir K.O. oder lieber Punkte machen sollen. Oh, Möwe! Ah, es sneakt sich hier rein. Scheint zu klappen. Oh, da hinten 6 Cubes. Nagato, der muss aber aufpassen. Möwe ist tot. Nee, Theo ist tot. Oh, Nagato kann sich gerade noch so da oben retten. Die haben erst, er muss sterben. Der hat mich vorhin gekillt. Ja, ja, genau. Sehr gut. Ja, der gewinnt. Nagato gewinnt. Den kenne ich, glaube ich, auch so von anderen. Habe ich den sogar in der FL schon? Ich weiß gar nicht. Oh, Paradox ist auch noch am Start. Aber jetzt mit einem Cube wird es schwer werden. Ist halt auch ein bisschen random natürlich immer, ne? Mit. Boah, ja, gut. Wenn er das jetzt nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Keine Chance. Nagato Platz 1. Du bist im Finale. Glückwunsch. Ist halt echt lost. Jeder Lobby dabei, aber noch nicht gewonnen, ne? Okay, also, ach so, wir sind in Runde 7, by the way. Alle spielen Dynamite. Die letzten drei werden sich jetzt qualifizieren. Kann nicht das Schild aktivieren? Weiß ich nicht. Oder? Wir campen uns zum Sieg. Ey, wir sind halt echt schon alle 6 Lobbys dabei und haben es nicht einmal Top 5 geschafft, oder? Oder waren wir einmal 4? Nein, wir waren am Fit Fan, glaube ich, 4 sogar. Yo, der hat safe den Stream geschaut. Digga, was ist das denn? Der schießt einfach random eine Ult in den Busch. Wahrscheinlich hat er den Stream geschaut. Wäre so verdient gewesen, wenn er da gerade die Ult, den Stun von mir kassiert hätte. Das wäre so verdient gewesen. Habt ihr das gesehen, wie er in den Busch geschossen hat, obwohl er niemals. Also, er kann es ja nicht wissen, er hat dann gar nicht ausgecheckt, den Busch. Ah, nice. Wir haben gestunt, oh mein Gott. Oh mein Gott, der Arme. Wir haben ihn einfach gestunt, Junge. Die Runde ist Real Talk wirklich gut von uns. Oh mein Gott. Was wir jetzt machen, ist Druck. Auf den Dynamite da oben, würde ich sagen. Oh mein Gott. Ich muss echt das austeilen, weil in alle Richtungen geht es hier ab. Nein, gestunt worden. Egal, wir sind Top 4 geworden. Okay, wir können jetzt gar nicht aus der Lobby raus. Wir müssen einfach zuschauen. Die ganzen Dynamikes, der Schimmel-Mike. Oh mein Gott. Noch ein, oh mein Gott. Und Murphy gewinnt. Alle haben sich ausgeschaltet. Glückwunsch. Das war der, der mich vorhin in den Busch mit der Ult abgesniped hat, in den Stream geschaut hat. Ja. Ja. Hätte ich vielleicht dazu sagen. Ah, ein bisschen kritisch, sage ich ehrlich. Okay, Neustart wegen der Shelly. Grüße gehen raus. Ehre auf jeden Fall. Oh, er war so smart mit der Ult. Ach, kacke. Okay. Nein, da kommt noch einer rein. Oh mein Gott, ich hab ihn gestunt. Oh mein Gott. Der hat jetzt noch die ganzen Cubes bekommen, der hat Luck gehabt. Wir waren gerade eben schon gut mit Bass, wir sind jetzt nochmal gut mit Bass. Das ist die vorletzte Runde, Leute, vor dem Finale. Ja, da wird seine Ult gleich farmen an uns, das ist nicht so gut. Oh mein Gott, da kommt einer mit 7 Cubes, hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Kacke. Wir gehen nach unten. Ach, Digga, komm. Bruh. Ja, komm, ey, Digga, wenn der 7 Cubes-Typ auf mich geht, was soll ich denn dann machen? Lost, egal, okay, auf geht's.
7 Cubes passt, jetzt gleich der 8. Cube, okay. Oh, da ist Dr. Auge. Der Name, Junge. Oh, Dr. Auge hat keine Chance. Ja, ja, ja. Normalerweise muss Jiro gewinnen. Mit 9 Cubes. Also wenn der nicht gewinnt, dann... Ja. Alle Bars warten hier. Einer kommt ins Finale. Wenn ich tippen würde, muss es ja eigentlich Jiro sein. Oh, der arme Günther, der arme Günther. Aber von Jiro ist es riskant. Oh mein Gott, ist die Chance für den anderen. Und oh nein, er ist voll daneben gegangen. Oh mein Gott. Und jetzt kommt der... Oh mein Gott, die Lobby ist so wild. Und jetzt kommt wieder jemand. Oh mein Gott. Zurück ist dann. Und was? Er ist gestorben. Und jetzt kann Spike gewinnen. Das gibt's gar nicht. Günther ist auch noch im Start. Das ist so krank. Jiro, oh mein Gott, wer gewinnt? Oh mein Gott. Günther stirbt auch. Und Spike... Oh, wird gestunt und stirbt. Lol. Übel geile Lobby. Glückwunsch. Arden, wie heißt denn der Typ? Keine Ahnung. Lol, Niki, hast du die Runde davor auch gewonnen? Oh mein Gott, Niki, Glückwunsch. Der hat die Runde davor gewonnen, als wir nochmal wiederholen mussten. Übel, finde ich so verdient jetzt. Wir sind in der letzten Runde vor dem Finale. Praktisch Halbfinale, kann man sagen. Aber eigentlich nicht wirklich. Wir sind noch in der Qualifikationsphase, ja. Ich habe irgendwie Angst vor dem. Ah, da kannst du teleporten, ich habe Angst. Ich gehe einfach den Busch, da bin ich erstmal safe. Also alle haben Search, ne? Alle haben Search. Mist, der ist gut, der dodgt auch schon. Wenn ich ihn überrasche, ich kann ihn in 3 Schüssen wegholen. Ich kann versuchen, ihn zu überraschen. Ich werde angerufen von meiner Schwester. Das ist gerade nicht gut, der Zeitpunkt. Wieso werde ich angerufen? Ah! Okay, eine Sekunde, ich bin ganz kurz muted. Wer qualifiziert sich für das Finale als allerletzter? Auf geht's, Leute. Man hört nichts. Ja, natürlich, ich wollte jetzt nicht einen Call. Das ist ja privat so, weißt du? Das, alle hören das im Stream. Ich weiß nicht, was sie fragt. Keine Ahnung. Sollen wir noch Klopapier kaufen? Ja, das jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Kann alles Mögliche sein. Muss man sich unbedingt hören. Oder keine Ahnung. Dann sagst du noch, soll ich... Und dann sagst du noch unsere Adresse von zu Hause oder so. Soll ich da... Ich bin gerade nicht dort. Soll ich noch... Ihr wisst, was ich meine. Kann alles sagen. Ja. Deswegen. So, 9 Cubes OG. Oh mein Gott, das sieht gut aus für ihn. Und OG war schon sagen wäre, müssen wir gleich überprüfen sonst. Oh mein Gott, müssen wir überprüfen sonst. Oh mein Gott. Oh, der Dodge nochmal... OG würde gewinnen. Ghost Boss. Dodge schon mal, es bringt nichts. OG wird gewinnen. Oh, der Teleporten, ja, der bringt nichts. OG hat gewonnen. Ich meine, er war schon mal dran. Müssen wir kurz abchecken. Kurz Videobeweis. Videobeweis von dem Finale. Der war nicht dran. 3 Runden im Finale, nicht mehr. Das ist spannend und kurz gehalten wird. Das heißt, erste Runde schalten 3 aus, zweite Runde schalten 2 aus und dann die letzten 4 gilt halt gewinnt. Wir gehen rein in die erste Runde im Finale. Alle haben Squeak, die letzten 3 scheiden aus. Wir machen das Ganze im K.O.-System. Also das Ganze ist eigentlich kein... Stimmt, wir müssen eigentlich den Namen ändern. Das Ganze ist eigentlich kein Finale, sondern... Ich kann es auch oben editieren, gerade vom Cutter. Das ist ein Viertelfinale praktisch eigentlich, ne? Weil noch 2 Runden danach kommen. Das heißt, wer jetzt hier weiterkommt, ist praktisch im Halbfinale. Wir können nicht ausscheiden, die letzten 3 werden aber rausfliegen. Das wird heftig werden. Oh, wir haben ihn voll getroffen, aber ich wurde auch getroffen. Ach, okay, egal. Ah, Gipo wird hier relativ krass gefaced. Auf jeden Fall. Da könnten wir vielleicht mal den ersten Ziel rausnehmen. Da sollten wir auf jeden Fall unsere Position hier ausnutzen. Ist natürlich gemein, aber genauso werden wir natürlich auch oft gefokust, muss man sagen. Ja, keine Chance für Gipo. Gipo ist als erster raus damit, stimmt. Oh mein Gott, ich habe total vergessen. Das ist K.O.-Phase. Das ist sauhart. Mal schauen. Also wir können eh nicht ausscheiden jetzt hier. Aber ich will natürlich trotzdem wissen, ob wir es theoretisch geschafft hätten. Leute hat Kartoffelsqueak. Oh, na, ja, nein. Egal, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Oh mein Gott, wir haben noch einen Cube. Der ist auch raus, ne? Er ist auch raus. Wally ist auch raus. Einer scheidet noch aus, Leute. Einer scheidet noch aus. Der Rest ist safe. Wer wird ausscheiden? Oh, der hat mich voll erwischt. Oh mein Gott. Und der letzte ist raus. JK. Ich hätte es ins Finale geschafft, ins Halbfinale. Übel heftig. Okay, jetzt einfach Positionskampf. Jetzt könnt ihr eigentlich relativ offensiv gehen. Ich hab's eh überstanden. Glückwunsch an alle, die es hier geschafft haben, soweit. Ah! Oh mein Gott. Ich habe gerade mal an, wer gewinnt. Murphy, oh, Krug hat gewonnen, Glückwunsch. Also, die letzten 3 fliegen raus, aber ich zähle mit. Das heißt, wenn wirklich 3 hinter mir sind, dann fliegen 3 raus. Wenn ich in den letzten 3 bin, dann fliegen nur 2 raus. Dann habt ihr Glück gehabt. Also, für euch ist es eigentlich gut, mich zu killen. Mal schauen. Die letzten 3 fliegen. Alter, ich habe übel den geilen Skin, by the way. Übel gut. Es sind übrigens jetzt nur noch richtige Gegner, ne? Also, oh, Murphy, du kleiner... Nein! Okay, also es fliegen jetzt nur noch 2 raus. Es fliegen nur noch 2 raus, so viel ist klar. Schnell raus und wir schauen zu. 2 fliegen noch raus. 2 fliegen noch raus. Wer wird es sein?
Nikki ist relativ safe, glaube ich. Der hat jetzt hier drei Cubes. Ja, Nikki scheint relativ safe zu sein. Da oben ist ein Nagato. Oh, okay. Oh, das Snipe! Nagato, das wäre fast das Aus gewesen. Keiner will jetzt einen Fehler machen. Wer jetzt verliert und es sieht nach Murphy aus, der ist raus. Zwei werden ausscheiden, vier bleiben im Finale übrig. Oh, Alter, und Nikki gönnt sich ja komplett die Kisten hier. Übel gut. Murphy scheint rauszufliegen. Da oben ist eingekesselt. Wo ist eigentlich noch jemand? Da unten chillt OG einfach. Ja, Murphy wird rausfliegen jetzt eigentlich. Und der nicht getroffen wird. Murphy lebt immer noch. Stell dich mal vor, Murphy schafft das jetzt noch. Alter, eine ganz miese Ausgangslage. Jetzt kommt Krug und hilft so ein bisschen scheinbar. Oh, ja, Murphy, ganz schwierig. Das ist halt genau die Ausgangslage, die man nicht haben möchte. Aber jetzt, oh mein Gott, doch. Er hat es nicht geschafft. Gut gewehrt, aber oh mein Gott. Einer noch. Oh mein Gott, Krug ist was raus. Krug. Der Stamm. Oh mein Gott, er ist raus. Oder? Ja, das sind die vier. Krug ist raus. Glückwunsch an die vier Finalisten. OG. Nikki, Nator, Nagato und Giannis. Glückwunsch. Ihr könnt eigentlich jetzt offensiv gehen, wie ihr möchtet natürlich. Um hier nochmal ein bisschen Skill zu zeigen, um einzuschüchtern. Alter. Nagato, Junge. Ich glaube, Nagato ist für mich echt Favorit. Den hatte ich von letzten Turnieren ja auch noch in der FL sogar drin. Alter, OG jetzt mit 5 Cubes am Start. Das ist es wild. Oh, aber jetzt auch von beiden der Hit und OG. Glückwunsch. Damit kommen wir jetzt zum großen Finale. Natürlich noch Halbfinale. Ich muss kurz ausblenden. Wir kommen zum großen Finale. Wir bringen uns kurz um. Wir müssen eigentlich gar nichts machen. Wir können kurz Finale einblenden. Wer jetzt gewinnt, kriegt 100 Euro Preisgeld. Finale. So. Ich hoffe, wir passen jetzt hier nicht. Wir bringen es kurz um. Bitte nicht angreifen, wie gesagt. Da sehen wir kurz Nikki. Viel Erfolg auf jeden Fall. Wir sind drin im Finale. Der eine Spieler, der hier gewinnt, bekommt 100 Euro. Es ist so crazy, wirklich. Ich bin so gespannt. Nikki Nato hier mit 2 Cubes am Start. OG auch richtig gut am Start. Oh mein Gott, was passiert? Nikki Nato. Und OG hat die beste Ausgangslage. 6 Cubes. Was machen die anderen? Es gibt eh nur 4. Nagato auch mit 6 Cubes. Und Ghost Giannis. Oh, nicht die beste Ausgangslage. Aktuell OG mit 6 Cubes und unten Nagato aber auch mit 6 Cubes. Die beiden haben die besten Chancen, aber das muss nichts heißen. Das muss nichts heißen. Beide greifen. Boah, die beiden fokussen sich. Am Ende sterben noch beide. Und die anderen gewinnen. Was geht da oben ab? Die greifen sich auch an. Die beiden Zweier und die beiden Sechser greifen sich einfach an. Wie geil. Okay, wer gewinnt? Wir machen automatisch Folgen. Okay, da oben geht es mehr zur Sache gerade. Okay, oh, wer gewinnt? Oh, Ghost Giannis ist raus. Nikki Nato nimmt Ghost Giannis raus, hat aber weiterhin nur 3 Cubes. Und jetzt kommt Nagato. Und OG gönnt sich den 7. Cube. Er hat am meisten Leben. Oh, Nagato ist eigentlich eher mit Außenseiterchancen. Nikki Nato meine ich. Oh, ja, es ist halt schwer für ihn, ne? Mit 3 Cubes gegen 6 und 7 Cubes. Er macht weniger Schaden und hat vor allem ungefähr 1000 Leben weniger als die beiden. Oh, wenn er das schafft. Und dann gäbe es übel den heftigen Showdown zwischen den beiden. Oh, und jetzt ist Nagato aber auch unter Druck. Man sieht es gerade gar nicht, jetzt sieht man es. Er ist in der Ecke, Nagato ist in der Ecke. Oh mein Gott, er hat nicht die beste Position. Oh, jetzt der Slow, glaube ich. Die Ult von Nikki jetzt schon, das ist wichtig. Und er schafft das, Nagato wird sterben. Oh mein Gott, wer gewinnt? Nagato ist raus. Es ist OG gegen Nikki Nato. Das müsste eigentlich Nikki Nato gut gewinnen. OG gut gewinnen. Der Sprung kommt, er versucht alles. Das Schild, oh mein Gott, es ist knapp. Es ist knapp. Er hat ihn gut getroffen. 1000 Leben nur Vorsprung jetzt für OG. Nikki muss reingehen. Nikki muss treffen, Nikki trifft auch. Junge, Nikki ist übel gut gerade. Er hat einen Poison-Schaden kassiert. Schild von beiden. Oh mein Gott, Nikki. Oh mein Gott, und OG gewinnt mit 10 Cubes. 100 Euro. Ich fasse es nicht. Glückwunsch an der Stelle. Lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Schaut noch im Abstand vorbei für weitere Brawl Stars Videos. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein geiles Turnier. Bis zum nächsten Video und ciao.